Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Draft Fortress. So, eine kleine Information für euch. Und zwar, ich habe mir jetzt off-cam ein bisschen die Mühe gemacht und einfach mal unsere Tiere etwas durchgearbeitet. Und, Moment, ich glaube, da nehme ich die andere Ansicht lieber. Hier Animals und habe einige, wie ihr hier seht, ready for slaughter. Habe einige zum Buttering eingeteilt und habe dann einfach mal so festgestellt, dass wir manche Tierrassen eigentlich gar nicht brauchen. Pferde, Lamas etc. Das fliegt alles großteilig raus und wird hier oben etwas das Ganze dezimieren. Wenn auch nicht so viel, wie ich es mir erhofft hätte, denn wir haben eigentlich nach wie vor immer noch das größte Problem, dass wir eigentlich viel zu viel Zwerge an sich haben und die zu dezimieren wird etwas umständlicher. So, etwas, was es noch zu sagen gibt, und zwar hier gleich die erste Person hier. Die gute, dieser Miner, der gute, die, glaube ich, ist es, Ite Begim, ist, und zwar der neue Champion, der für Mute dann kämpfen soll. Und zwar, wenn ich schon sage, kämpfen. Die Arena, sobald sie fertig ist, wird sie mit rudimentärer Rüstung ausgestattet und wird dann auch in der Arena den ersten Kampf einläuten, um halt eben von Mute besessen zu werden, um dann seinen Platz einzunehmen. So, damit haben wir auch schon mal den Zwerg ausgesucht. Vor allem Mute war ja ursprünglich ein legendärer Miner. Darum brauchten wir auch einen legendären, der ihn ersetzt. Und ja, damit habe ich mir eine recht schöne Wahl gehabt. Weil vor allem, wir haben ja relativ viele gute Miner. Das ist auch klar. Ich habe mir aber einen speziell rausgesucht gehabt, weil sie mag Gold. Das ist relativ simpel hier zu lösen. Wenn jetzt jeder so Geschichten hätte, die halt eben irgendwie... ich habe mal gelesen, einer von unseren Miner mag Giant Elephant Leder. Wo zur Hölle soll ich das herkriegen? Und wie soll ich das herholen? Und so weiter. Dass es dann mit diesem organisatorischen bisschen einfacher zu lösen wird. Habe ich das dann halt so geregelt. Wir hatten zwar noch einen, den hätten wir auch relativ einfach machen können. Da gab einer, der mochte Tin. Aber nun ja, Tin... ich fand, das war zu einem Miner schon eher passender, wenn er halt einfach Gold mag. Hat was Zwergisches. Und sowas richtig Zwergisches. So. Und darum habe ich diesen netten Zwerg hier gewählt. So, etwas, was ich jetzt auch noch mal längere Zeit machen wollte, ist hier mal eine größere Holzfällaktion in der Höhle machen. So. Chop down trees. Ja. Ja gut, hat's gemacht, aber nicht bei allen. Aus irgendeinem Grund. Hier zum Beispiel den hier, das er komplett ignoriert. Hat irgendwas komisch zu sein. Gut, auf jeden Fall hier. Das hier muss ich jetzt hier von Hand machen. Bäh. Handarbeit. Geht gar nicht. So. Dann ist hier natürlich dasselbe. Und wieder nicht akzeptiert worden. Komisch. Na gut, das denken wir dann. Es sind auf jeden Fall einige ausgewählt und da können jetzt erst einmal einige Zwerge dran arbeiten. So. Ich sehe auch schon, dass die ganzen Smoother und Stoneworker und den ganzen Gedöns hier recht gut am Werkeln sind. Hier unten gibt es noch was zu tun. Wie sieht's hier? Ist hier irgendwas suspended? 9. Dann ist auch gut. Mhm. What the fuck was that? Da sang... What? Oh man. Migrants. Ihr wisst ja, wohin das führt. Oh, pray. Gut. Ja, dann setze ich mich mal schön hin und wir suchen uns die entsprechenden Opfer raus. Was Amok hier so alles bekommen wird. Wir haben erst einmal, ich habe jetzt hier das natürlich klein gemacht, ich intelligenter Mensch. Wir haben hier einen Competent Herbalist. Naja, das ist jetzt nicht so pralle. Also,
kämpfen kannst du nicht. Social bist du awkward. Und naja, gut. Milka, ich mach mal dir das ganze Weaponsmithing und Battlecrafting hier mal raus. Das gefällt mir so gar nicht, dass du das machst. Währenddessen das Furnace Operating lasse ich dir hier drin. Gut, hau ab. Du darfst leben. Was das? Nein, ich wusste, dass es noch mehr sein muss. Okay, wir haben hier einen Dunner. Einen Tanner. Combat, kannst du da irgendwas? Nee, kannst du nicht. Gut, du kriegst einen Spitznamen. Oh, Mann. Customize, Nickname, Prey. Hoffentlich richtig geschrieben. Sehen wir dann schon. Oder Moment, ich kann gleich nachkontrollieren. Ich habe sie hier, glaube ich, richtig geschrieben gehabt. Mute. Du wirst bald wiederbelebt werden, mein Freund. Wie oft die mir Mute hier memorialisiert haben. Mute. Wo ist mein Prey? Wir haben doch sicherlich einen von dem. Na gut, egal. Es wird schon richtig geschrieben sein. Oder ich muss davon eher eigentlich ausgehen, es wird schon falsch geschrieben sein. Na gut, gibt's da sonst noch jemanden? Okay, wir haben hier einen Farmer, Dude. Was kannst du? Combat? Gar nichts. Social? Awkward. Jobs? Talented Dire. Oh, noch was zu sagen. Kannst auch nichts. Kriegst auch einen Spitznamen. Nickname. Prey. Für die Jagd. So, und der nächste Zwerg. Dieser Schaf. Auch okay. Schafe sind in Ordnung. Sind nützlicher als Zwerge. Noch ein Schaf. Das ist eine gute. Das ist so gut. Nimm dir eine komplette Herde mit. Na, kommt noch was? Hm. Scheint dem nicht so zu sein. Mhm. Okay, ist in Ordnung. Jetzt haben wir 97 Zwerge. Mhm. Okay. Okay, da day. Das läuft. Das läuft. Dann schauen wir nochmal zu den Water Buffalos, zu den anderen Rindviechern. Zu den nützlichen Rindviechern. So. Was haben wir hier? Haufen Schlamm, Blut und so Höhlengepilz. Jetzt muss nur das Moosgezeug wachsen. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist das? Muddy Young Spore Tree. Aha, das sind Trees. Und das hier oben müsste dann auch so ein Höhlenpilz sein, gell? Tunnel Tube, ja. Mhm. Ja, hier wächst schon mal was. Das ist schön. So. Gut, nachdem hier noch kein. Nachdem hier kein direkter Bedarf besteht. Was ist das eigentlich für ein komisches Gestrüpp hier? Blood Tree. Mhm. Nett. Wächst wahrscheinlich Redstone dran. Oh Mann. Eine kleine Minecraft Agrarian Skies Geschichte. Ah. Ich kann mir meine alten Let's Plays von fast nicht mehr anhören. Da ist das Mikrofon so scheiße. Ich bin mit dem jetzigen Mikrofon schon nicht so. Ja, es geht, aber da ist Luft nach oben. Viel Luft. Ah. Die alten Let's Plays, meine ganz alten Sachen, wo ich dieses Nahtod-Mikrofon hatte. Boah. Das war eigentlich nur ein Stück, ja, Platte, wo ein Kupferdraht hinten dran geklebt wurde. Mehr ist das nicht gewesen wahrscheinlich. Zumindest lässt das die Audioqualität der Aufnahme vermuten. Okay. Hier scheint das schon langsam voranzugehen. Mit der ganzen Sache. Ist auch schon die zweite Brücke soweit fertig. Dann müssen wir natürlich auch eine Verbindung herstellen. Elektron. Oh, die Brücke ist fertig. Sehr schön. Du gehörst zu dir hier. Gut. Dann schauen wir mal zu unserer Elektronbrücke. Ah, schön. So, dann können wir hier noch eins tiefer graben. One deeper.
wir können auch noch einiges tiefer graben. Schön. Schön, schön. So. Jo, 200 Zwerge sapp schon da ziemlich gut dran. Möchtet ihr Hühner nicht schon langsam mal ein Ei legen? Ihr seid so unproduktiv. Schau mal her, guckt euch mal die Turkeys an. Da hat jeder mal so ein richtig dickes Ei hingeflanscht. Und was macht ihr? Steht da und guckt ganz paralysiert auf den Leichnam von euren Kollegen. Oh Mann. Unnütze Viecher. passende Musik dazu. So, wie sieht es mit... Ah, überall Prey. Herrlich. Wie sieht's mit Dumbadur aus? Wie sieht's mit deinen Käsemacher? Du bist immer noch Novize. Mensch, mach schneller du mit deinem Käse. Ah. Okay, das können wir hier rausschmeißen. Moment, das war nicht S, sondern C, ne? Cancel Task, jo. Was steht denn dein Laufweg nicht mehr so hoch? Gucken wir mal. Wir haben hier Bucket, einen Haufen Buckets und ein bisschen Cheese. Mittlerweile ist ja dein Käse sogar relativ anständig. Er hat zwar immer noch sein sehr individuelles Aroma. Was? Ich lese gerade die Color. Temperatur 15 Grad, Color Oliven. Was? Grüner Käse? Also das ist ein sehr spezieller Cast, den du da machst. Oh Mann. Er ist reif und zwar gut. Er ist herzhafter Aroma. Oh Mann. Ja. So. E-Construct Floor. Ich möchte nämlich hier noch sicher gehen. So. Und zwar Box Selection. So. Jo, dann machen wir so. Muss ich nachher noch ein bisschen kurz nachbessern. Wo haben wir es denn? Quarzitblocks. Hier, Quarzitblocks. Komm schon, so. So, und dasselbe gilt auch für hier. Ich möchte noch die. Ich möchte sicher gehen, dass alle Löcher gestopft sind. Okay. Coke machen wir es garantiert nicht. Granit leider auch nicht. Alles dasselbe Material. Quarzit. Wo ist es denn? Wir sind schon wieder bei Blei und den ganzen Gedöns. Dass es so klein ist, macht es nicht besser zu lesen. Quarzit selber haben wir hier. Und die Blöcke dazu. Haben wir keine mehr? Kann das sein? Halte ich zwar für ein Gerücht, aber möglich, nicht ganz unwahrscheinlich. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich. So, anscheinend ja. Man muss Granit, glaube ich, hinhalten. Granit ist, glaube ich, auch weiß. So. So, gut, dann haben wir das hier auch schon geregelt. Unsere Statuenhalle, ne? Sind hier auch schön am Smoothen. Hier oben sind sie schön am Hauen. Ist gut. Ist gut. Ne? So ist gut. Quartiere werden auch immer voller. So ist gut. Wir haben schon den untersten Block komplett fertig. Schön. Schön. Kriegen wir vielleicht irgendwann genug Zwerge beieinander. Also zwergische Wohnungen für Zwerge. Jetzt muss nur noch, dass hier die Arena fertig werden, damit das große Spektakel auch irgendwann mal angeleitet werden können. Dann, ja, haben wir eigentlich in der Haupthalle eigentlich schon die Ketten? Ja, haben wir. Assign Animal to Chain. Und zwar Wolf. So. Und du hier, Assign Animal to Chain, Wolf.
Und zwar hier das Mandal. So. Dann sind die zwei Wölfe dort fixiert. Können im schönsten Fall noch Babys machen. Also Puppies. Und ja. Zwei Wölfe in der Haupthalle hat auch Style. Und alles, was durch die Tür kommt, muss an den beiden gigantischen Wölfen vorbei. Hat auch Style. Wie sieht's hier aus? Hier ist noch nichts passiert. Stehen die Leute noch da? Trupp steht eisenfest da. Mhm. Wie sieht's mit Prey aus? Nee. Zwar relative Ungeziefer, darunter Ratten und Elfen, aber ansonsten nichts. Schade. Jetzt machen die. Jetzt arbeiten die mal den ganzen Kleinkrutsch ab. Anstelle die Arena zu machen. Naja. Naja. Wir müssen noch einen Opfermeiner aussuchen. Wir könnten eigentlich ein Prey könnten wir als Miner kurz designieren und könnten den da reinsperren. Mhm. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man das so, dass man anstatt den opfern wir ihn dafür, dass er die Monsterfalle aufmacht. Ah, ich glaube, das machen wir. Freude. So, wie sieht es denn hier mit den ganzen Gedöns aus? Die Hühner sind immer noch zu doof zum sich vermehren. Während die anderen ziemlich fleißig sind und ein richtig dickes Ei nach dem anderen legen. Hm? Brauchen die alle. Oh, hier ist das Bett endlich da. Schön. Make Bedroom. Quarzit. Das war doch für... Boah, jetzt lass mich nicht lügen. Terra, ne? Ja. Kontrollieren. Terra Games, genau. Das ist jetzt dein Bett, Terra. So, Search. Terra. So, Terra Games hatten... Bett. Bigus und Terra. Gut. Wie gefällt es dir? Lass mal hören. Wenn sind so viel Zwerge hier auf der Seite. It's a grand bedroom. Scheint ihnen zu gefallen. Gut. Das ist sehr gut. Möchte ich schon mal so erwähnt haben. Ich bin auch schon seit einer längeren Zeit am überlegen, ob wir den Miner nicht sagen können, dass die einfach hier den oberen Teil mal ankratzen sollen. Den Teil hier. Hm. Aber ich glaube, das machen wir erst, wenn der Pfad offen ist, weil dann wissen wir nämlich, wie er verläuft. Jo, dann wissen wir, wie er verläuft. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und wissen, was wir angraben können, ohne dass es uns die Beine wegbreselt. Passt. So, 17 Frames per Second ist nicht viel. Mando. Kann das nicht mehr werden? Was ich aber auch schönes sehe, ist, dass keines unserer Waterbuffalos hungrig ist. Das heißt, hier muss tatsächlich was geben, was sie fressen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, wenn ich mal sagen darf. Dann würde ich mal sagen, dann mache ich eine neue Zone. Und hole die Lambs mit runter. So. Ich glaube... Das hier. Jo. Na gut, da habe ich jetzt ein Stück mitgeschnitten. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber gut, ne? Dann machen wir mal daraus eine Pen-and-Paste-Zone. Müssen wir wieder hier. Dann Schieb. Wie schreibt man das nochmal? Nee, Moment, ich muss jetzt die anderen. Ich muss jetzt das RAM und sowas schreiben, ne? RAM, genau. Zack. Gut, und das andere waren EU, ne? EU. Genau, Iwi. So, hier. Kommt mal alle her, meine lieben Schäfchen. Da muss ich noch nach Lambs suchen, genau, die habe ich auch nicht vergessen.
Lamb. Lamb. Hm, gut, keine Lamas. Lamas werden geschlachtet. So, die ganzen Lambs haben wir jetzt hier auch da. Gut, alles benannt. Viecher sind alle da. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich glaube, ich sollte mal rein aus Vorsicht hier mal die Tür eben rufen. So. Hoffentlich habe ich jetzt nicht gerade irgendwas mit gecrashed. Noch scheint sich nicht viel zu rühren. Ah, doch, ja. Alter. 6 Frames. Gut, dass ich das zu Part Ende gemacht habe. Ich werde das jetzt hier noch eine Weile laufen lassen und gucken, dass das Ganze hier so tatsächlich auch funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Gut, aber das sehen wir im nächsten Part. Ich muss das nämlich aufnehmen. Wir sehen uns dort. Für die Gott.